Leute, heute hier in Mathematik in 5 Minuten, der Texas Instrument 30X Plus. Und von diesem möchte ich jetzt eine Primfaktorzerlegung durchführen lassen, und zwar von der Zahl 180. Also dazu gebe ich 180 hier ein. Dann gehe ich auf die Math-Taste, drücke auf die Nummer 4 für P-Factor, drücke Enter. Dann habe ich 180, Pfeil P-Factor und drücke Enter. Und dann sehe ich, okay, da ist 2 mal die 2 drin, 3 mal, also auch 2 mal die 3 und 5 ist auch drin als Primfaktoren. Ja, und so kann ich jede beliebige Zahl in Primfaktoren zerlegen. Hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch, hier oben dürft ihr abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.